Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Ich möchte wieder die Gutscheine mit euch oder die Gutscheinhalter mit euch gestalten. Und diese sind zum Beispiel schon entstanden und dieser hier oder dieser hier. Und es geht hier um das Verzieren, wie ihr das Ganze basteln könnt. Also dieses Grundgerüst, das verlinke ich euch oben beim i. Das ist das allererste Video und da ist der erste Teil des Videos, wie ihr euch das anfertigen könnt. So, was brauche ich heute? Ich habe mir heute Papierreste genommen und zwar dieses Papier. Ich habe aus diesem Papierblock habe ich mir diese Papiere ausgesucht und habe sie auch schon zurechtgeschnitten. Dann habe ich das aus ganz normalen Cardstock angefertigt und dann habe ich mir hier ein paar Stanzteile gemacht. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, das ist es nicht. Schmetterlinge habe ich, einmal die Schmetterlinge, einmal das für dich. Und einmal die Blumen. Da habe ich mir ein paar rausgestanzt. Ich weiß noch gar nicht, was ich davon nehme. Und ob ich im Endeffekt das dann auch so mache, wie ich es mir in meinem Köpfchen gedacht habe. Ich habe wieder verschiedene Klebe, doppelseitige Kleberollen. Und ich habe hier solche 3D-Punkte zum Kleben. Da habe ich mir verschiedene, ja, große und kleine hingelegt. Weil das macht sich hier bei diesen Stanzteilchen immer am besten. So, es geht hier nicht darum, dass ich groß was, wie sagt man, Bombenfunktionöses herstelle. Ich möchte einfach nur Gestaltungsmöglichkeiten zeigen. Von daher, ja, machen wir das, ne? Das war vom Teddy. Das war vom Action. Und ich habe mir noch zwei solche Streifen zurechtgeschnitten, die ich vielleicht auch noch benötige. Wie fangen wir am besten an? Wir bekleben erstmal unseren Grundgutschein mit Papier. Bevor ich das aber mache, schneide ich mir den Kartenhalter raus, wo die Karte dann reingesteckt werden soll. Wo habe ich sie eigentlich, meine Karte? Habe ich bestimmt noch in so einem anderen Ding drin. Muss ich gleich noch holen. Okay, die ist 9 cm breit. Das heißt, ich messe mir jetzt hier 9 cm ab. Mache mir kleine Pünktchen und mache dann von Punkt zu Punkt, mache ich dann meinen kleinen Schlitz. So, dann probiere ich einfach mal, ob er auch wirklich reinpasst. Das funktioniert. So, jetzt habe ich mir hier die ganzen schon vorgeschnitten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich die mir schon vorgeschnitten? Hier auch 1, 2, 3. Da wollte ich, glaube ich, die hier dafür nehmen. Da wollte ich die dafür nehmen. So, ich mache aber so, dass ich mir hier die Ecken abrunde, weil ich das einfach schöner finde. Und wenn ich das gemacht habe, klebe ich mir das alles hier so schön drauf. Mit doppelseitigem Klebeband. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ich habe jetzt hier nur so neutral ausgeschnitten und hier habe ich dann noch so den Rest drauf geklebt. Kann man ja machen, wie man möchte. Theoretisch wäre er ja schon fast fertig. So, jetzt bin ich immer noch am Überlegen, mache ich einen Klettverschluss oder mache ich das Ganze hier mit einer Banderole. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so in der Kamera sehe, werde ich mich für einen Klettverschluss entscheiden. Ich habe hier ganz, ganz, ganz viel ausgestanzt. Ich verlinke euch die Produkte auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucke ich erstmal, was passt, was sieht gut aus. Und das kann meistens etwas dauern. Bevor ich das aber mache, mache ich erstmal meinen Klettverschluss dran. Dann nehme ich ganz kleine
Sind das schon die Pasten? Ja. Ihr seht, es ist immer gar nicht so einfach, wenn man so viel hat. Aber ich nehme das Typische jetzt so für dich obendrauf und der Schmetterling gefällt mir persönlich jetzt am besten. Und dafür nehme ich als erstes bei das für dich. Könnte man jetzt mit einem Prittstift machen. Ich finde das persönlich aber, ja, man schmiert zu sehr umher und das mag ich halt nicht. Da versaut man sich auch manchmal dann den Anblick. Von oben drauf, dann ist das so ein bisschen manchmal so verschmiert. Und da gibt es hier diese coolen Mini-Glue-Drops. Und das sieht aus wie so doppelseitiges Klebeband. Und zwar sind das Mini-Klebepunkte. Und dann nimmt man einfach sich ein Stück ab. Also das ist optimal, diese Dinger. Jetzt klebt es schon ein bisschen. Und jetzt drücke ich das hier einfach drauf. Dass überall so ein paar Punkte halt drauf sind auf meinem ausgestanzten für dich. So, und dann müsste das schon ausreichen. Ich mach's mal gerade. So, ihr seht genau, wo ich war, wo ich nicht war. Hier steht es noch ein bisschen ab. Dann nehme ich das jetzt einfach nochmal und bringe die Stellen in Berührung, die noch so ein bisschen Klebepunkte brauchen, und schon klebt das auch fest. Den Schmetterling, da mache ich mir auch diese Glue-Drops, die gibt es aber in einer größeren Form. Die sind jetzt zum Beispiel von Ideen mit Herz. Und da geht man einfach hier ran, macht das da direkt drauf und dann zieht sich das automatisch mit ab und man hat es hinten drauf hängen. Und auch hier kann man das dann einfach platzieren, wo man das haben möchte. Und alles klebt schön fest. Den Schmetterling, den lassen wir noch ein bisschen fliegen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier drinnen noch was reinmachen. Das sieht eigentlich recht gut aus. Ein bisschen höher machen. Ich könnte aber die Blume hier noch hinsetzen. So als kleinen Hingucker nochmal. Das werde ich auch machen. Und ich werde auch noch den kleinen Schmetterling hier hinmachen. Ich habe ihn jetzt einmal ausgestanzt für das Projekt. Von daher gebe ich das Ganze auch noch drauf. So, ihr Lieben, ich wäre fertig und ja, ich habe es so gebastelt, wie es mir gefällt. Das sind meine Farben. Wenn ihr so gar nicht auf lila und gar nicht auf so holographisch und so steht, nehmt einfach das Papier, was euch gefällt und bastelt das so nach. Ich finde es jedes Mal wieder so ein bisschen faszinierend, was man mit Papieren alleine und mit verschiedenen Ausstanzungen, wie das Ganze schon anders aussehen kann. Na, also so haben wir das jetzt hier. Hier unten hat man dann die Blume. Die hätte ich natürlich in anderen Farbtönen machen können. Wollte ich aber jetzt nicht. War jetzt so okay. Und ich finde das toll. Ich zeige euch nochmal zum Vergleich. Haargenau dieselbe. Sieht dann so aus. Und selbe Grundsystem. Sieht so aus. Egal was man macht. Ich hätte jetzt auch noch jemanden nochmal so gebamselt dran machen können. Also ihr seht, da ist immer so viel möglich. Viele werden vielleicht auch sagen, jetzt zeigt sie das schon wieder. Aber ich finde, man sollte Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, weil manchmal hat man einfach so einen kleinen Hänger, wo man denkt, ja, okay, stimmt, seht ihr? So einfach und doch so schön wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Weil mir das persönlich immer so ging, wenn ich irgendwelche Bastelanleitungen geguckt habe, habe ich mich dazu entschlossen, das auf meinem YouTube-Kanal so ein bisschen zu machen. Und ja, ich hoffe, den einen oder anderen gefällt's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das vielleicht auch nachmachen würdet. So, meine Guten, ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.